Die Lage der hunderttausenden ZivilistInnen im Gazastreifen wird immer katastrophaler. Inzwischen wurden dort durch die israelischen Luftangriffe nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums mehr als 6.500 PalästinenserInnen getötet, über 17.000 seien verletzt worden. Das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten, die wohl wichtigste Hilfsorganisation im Gazastreifen, schlägt Alarm. Die Hilfslieferungen seien nicht ausreichend. Durch den Treibstoffmangel könne die Arbeit der Organisationen und Gesundheitseinrichtungen in der ganzen Region zum Erliegen kommen. Nach Angaben lokaler Behörden seien mehr als 40% aller Häuser und Wohnungen im Gazastreifen beschädigt oder zerstört worden. تحت الدمار والقصف والقتل اضطريت انا واسرتي من 9 افراد بالخطر نيجي بسيارتين للجوء اللي هنا شايف وقعدت تحت الشمس 10 ايام لحد ما صحي لي خيمه احنا بدناش حرب تقف الحرب تعبنا تعبنا بمعنى الكلمه تعبنا حمامات بدنا طوابير لنستنى بس نفوت حمام يعني كل ايش الناس بتتمنى احنا ولا اشي يعني صرنا جسم من غير حياه فيش حياه Nach UN-Angaben sind die Unterkünfte für Binnenflüchtlinge im Gazastreifen heillos überfüllt. Im Schnitt muss jede Unterkunft 2,5 Mal so viele Menschen aufnehmen, wie dort planmäßig unterkommen könnten.